So, neuer Tag, neue Aufnahme, neues Glück vielleicht auch. Wir haben noch 10 Minuten diesen 50% Drop-Buff. Ich glaube, es wird ein bisschen schlechter als der. Also, es ist mehr als halb so schlecht als der GW-Buff. Aber ist es egal. Haben wir aktuell leider halt nicht. Deswegen müssen wir einfach das Beste daraus machen, was wir haben. Wait. Ich bin im Solo-Modus. Warum habe ich hier keine. Ah ja, jetzt kommt's. Okay. Ich dachte mir gerade, ich bin im falschen Modus rein oder so. Das wäre ein bisschen mies. Ich habe bei der gestern noch ein bisschen was geupt. Moment. Ja, Ring plus 18 plus 0 plus 11 und plus 15 ist jetzt wirklich halt, naja, nicht so nicht gut. Nicht so nicht besonders. Aber, naja, das passt schon. Fürs Erste zumindest. Und, naja. Das haben wir an. Was fehlt noch? Ich muss mich mal kurz schnell konzentrieren. Das ist auch noch an. Das ist. War auch an, verdammt. Eel ist auch noch an. Fly for Fun ist an. Superstar Candy ist auch noch an. Wir haben alles, oder? Ich glaube, wir haben alles. Okay. Schnell ein paar Dinge hier killen. Ja. Alter, was wir einfach mal schnell wegmachen da. 27, 34, 38. Die gehen ja wirklich weg wie gar nichts. Wie gar nichts. Das ist halt echt krass. So, dann mal schnell hier F-Tool anmachen. 1,5 Millionen Damage. Wir machen mehr als gestern. Wir haben noch nicht mehr irgendwelche Buffs oder so an. Das fehlt, glaube ich, auch. Es fehlt noch so einiges, sehe ich gerade. Heftig. Naja, also mal schauen. Vielleicht haben wir heute Glück mit Droppen. Haben wir so ein cooles Ding. So einen coolen Wand. Oder halt irgendeine andere Dragon, Bloody Dragon-Waffe. Ja, also wir haben halt leider nur für einen Run den Drop-Buff. Aber. Naja, ist okay. Could be worse. Könnte auch besser sein. Wie man es nimmt. Aber es ist okay, ist okay. Ist wirklich okay. So, mal schnell weg mit dem Ding hier. Perfekt. Hier haben wir noch schon was. Weapon Level Up. Perfekt. Sehr gut. 188 mittlerweile. Das Ding gibt einfach keinen Schaden. Nice. 64 Mobs schon gekillt. Ich glaube, wir können uns halt irgendwie echt sparen hier. Ich überlege gerade, was man upen kann. 40 Shinies. Ah, ich weiß nicht, ob ich das dafür investieren will, weil eigentlich ist es halt schon so ein bisschen Verschwendung. Verschwendet, würde ich sagen. Oder? Ich denke schon. Wie ist das Ding? Bloody Dragon. Was sind denn die Preise? Ich sehe Preise unterhalb von 100 Perien. Finde ich schon mal scheiße. Ja, ich habe keine Ahnung, was gerade ein fairer Preis dafür wäre, aber. Gut, ich meine, 100 Perien wäre ein bisschen viel. So, mal kurz alle sterben hier. Perfekt. Naja, was haben wir hier? Wahrscheinlich ein altes Angebot von Blah. Genau, Blah, die spielt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Warte mal, haben wir echt nur Angebote? Alter, die Angebote sind billig. Wand für 12 Perlen. Ah, nee, Cell, okay. Stuff. Es wird natürlich nur das verkauft, was ich nicht brauche. Und wieder Stuff. Wow. Toll. Wird wirklich kein. Es wird wirklich kein One verkauft. Heftig. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte mir halt zumindest so, ja, so ein One wird immer verkauft. Aber nee, überhaupt nicht. Aber ist normal. Wenn ich irgendwas brauche, wenn ich eine Axt brauche, gibt es keine Axt. Ich meine, überlegt mal. Ich hab, in Season 9 habe ich gespielt. Und ich habe ewig nach einer Axt gesucht. Ich habe keine Axt gefunden. Ich habe auch keine Axt gedroppt. Ganz egal, ob Bloody Dragon oder auch die Bär-Axt. Es gab einfach nichts auf dem Markt. Jetzt spiele ich Psykeeper. Und der Markt ist überflutet mit Blade-Waffen. Und es gibt keine einzige Psykeeper-Waffe. Das ist halt echt witzlos. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch happy, weil angenommen, es gäbe wieder irgendeine mega overpowered Waffe für, sagen wir mal,
15 Perrin. 20 Perrin. 20 bin kritisch. Nee, aber angenommen, es gäbe wirklich eine coole One für 15 Perrin. Dann würde ich halt überlegen, okay, wenn ich das Ding jetzt nicht kaufe, dann kaufe ich es für anders. Das heißt, ich muss es kaufen. Und natürlich, es bringt mir auch was und wir können halt schnellere Fortschritte machen und so weiter. Deshalb, gewissermaßen bin ich schon froh, dass ich jetzt halt eben nicht die Wahl habe oder die Qual der Wahl. Die Überlegung, so mache ich es halt, mache ich es nicht oder so. Das ist natürlich jetzt so schon um einiges besser irgendwie. Das muss man schon sagen. Geil, Stat World Buff, cool. Alter, warte, was war das gerade? 20 K Damage mehr für 15 Stats? 10 Stats sogar noch? Lol. Ach ja, by the way, ich habe das Book of Behemoth neu erweckt mit 38 Int. War ein bisschen teuer, aber war cool. Lohnt sich. Cast Time 178%. Ja, geht. Brauche noch ein bisschen mehr auf alle Fälle. Aber haut schon hin. So, ich habe übrigens erfahren, dass mein Auto zum TÜV muss. Also, gut, das wusste ich vorher schon. Auf alle Fälle, was so fehlt. Ach. Gar nicht mal so geil. Gar nicht mal so geil. Also, ich war wirklich jahrelang happy und so. Ich meine, 7 Jahre quasi ohne Reparaturen war halt perfekt einfach. Habe ich aber auch erwartet, gewissermaßen. Das Ding ist halt so, jetzt, ich meine, gut, fairerweise, die Ersatzteile bzw. die Teile, die kaputt sind, kosten halt jetzt nicht wirklich viel. Es ist halt ein Kühler. Und, fuck, wie heißen die? Querlenkerlager. Problem ist halt, beide sind halt zum Ausbau bzw. Ersatzen halt extrem beschissen. Und bei beiden Dingen, beziehungsweise halt gerade bei den Querlenkerlagern, kann es eben sein, dass es dann durch den Ausbau bzw. Umbau ja halt andere Schäden gibt dann, also Folgeschäden. Dass dann die Querlenker kaputt gehen oder dass irgendwie andere Sachen kaputt gehen und so. Und auch für den Kühler müsste man irgendwie die Scheinwerfer ausbauen und dann zusätzlich dann noch die Stoßstange abbauen. Und das ist halt echt. Das ist echt beschissen. Und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, das Ganze wird halt dann echt teuer wahrscheinlich. Also angeblich momentan geht beides noch. Beides ist nicht irgendwie so TÜV-relevant angeblich. Es könnte halt TÜV-relevant sein, je nachdem, wie halt eben drauf ist, der TÜV-Prüfer. Ja. Gut, ich meine, ich habe zum Glück einen Freund, der das macht für mich. Wodurch das halt zumindest einigermaßen günstig wird. Oder zumindest günstiger. Günstig, glaube ich, wird es so oder so nicht. Das wird, glaube ich, echt. Wird, glaube ich, nicht so angenehm. Ich gehe schon davon aus, dass es. Also mit TÜV. Klimamittel muss noch aufgefüllt werden. Also Klimaservice. Ich meine, man kann natürlich jetzt sagen, so ja, ist halt irgendwie dumm, was ich mache. Weil einerseits. Also die Reparaturen lasse ich halt beim Freund machen und. Ich gebe dann trotzdem noch zum Vertragshändler halt einfach, um halt für den Stempel im Checkheft. Und natürlich halt eben auch für generell nochmal durchschauen und so. Der macht eben auch den TÜV, muss ich nicht selbst machen, dann ist halt easy. Auf jeden Fall, ich glaube, also im Worst Case 1500. Das ist mies. Und ich weiß, ob ich schon erzählt habe, aber jetzt kam ja auch hier die Geschichte vom Finanzamt zurück. Über 1000 Euro. Ich meine, ich bin halt so. Es ist halt so typisch, absolut, wie soll man sagen, so typisch YouTuber irgendwie, verdammt, das ist der Buffer. So jeder YouTuber hat halt gefühlt irgendwie so diese Steuerprobleme. Aber mir kommt es nicht mehr von YouTube oder durch YouTube-Einnahmen oder so, sondern halt durch, naja, Krypto. Auf jeden Fall, ja, die nehmen mich schon auch ein bisschen auseinander hier. Vor allem dazu kamen irgendwie auch Kosten für den Steuerberater waren 100er. Anteilsmäßig ein 100er, was okay ist. Was wirklich nicht viel ist. Steuersoftware nochmal 250. Gar nicht so geil. Naja. Problem ist leider nur, ich habe letztens, also vor ein paar Monaten, alles auf Sparkonto rübergeschoben, weil ich mir dachte, so ja, so ein paar hundert Euro reichen ja eigentlich.
Joa, fast gestorben. Und jetzt merke ich also, ja, okay. Erstmal eine relativ große Menge halt vom Sparkonto runternehmen. Wieder nichts gedroppt. Ich habe mich letztens über Leute lustig gemacht, die sich aufregen, dass sie nichts droppen. Warum droppe ich eine Eng... What? Was ist mit den Drops hier los? The fuck? Was soll ich jetzt sagen? Ja, also so im schlimmsten Fall 2.500 und da ist es eben Steuersoftware und Steuerberater schon abgezogen. Uncool. Echt? Schon ein bisschen uncool, muss ich sagen. Aber gut, ich meine, dafür spart man auch. Nee, eigentlich spart man. Eigentlich spart man für die Zukunft. Eigentlich sparen wir für die Zukunft und nicht für irgendwelche Reparaturen am Auto. Ja. Naja, ich bin zumindest froh, dass ich halt viel spare und halt eigentlich fast nur spare und so. Aber natürlich ist es schon echt immer ein bisschen. Es fühlt sich echt beschissen an, sagen wir so. So, du gibst tausende Euro aus und kaufst dafür im Prinzip nichts. Also du kriegst selbst davon nichts, du profitierst davon halt nicht, hast nicht irgendeinen Vorteil, halt irgendwie irgendein neues Spielzeug oder so, sondern ja. Das ist halt irgendwie das Uncoole. Das ist irgendwie auch gut. Boah, ist das geil. Es fühlt sich einfach so gut an. Und ich muss auch sagen, ist auch so ein Fly-Ding, glaube ich. Es fühlt sich so gut an, wenn man halt irgendwie hier 10 Mobs auf einmal AOEen kann oder so. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich nice. Ich weiß aber auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das nicht irgendwie mehr Games haben oder so. Es ist ganz eigenartig. So, super viele Spieler irgendwie haben. Die haben sowas einfach nicht. Die haben einfach nicht so diese Mechaniken, wo man sich so denkt: so, boah, geil. So richtig, richtig geil. So richtig episch und so. Fühlt sich richtig gut an oder so. Das haben die meisten Spieler einfach gar nicht so. Und ich weiß auch gar nicht warum irgendwie. Das ist schon. Schon echt verrückt irgendwie. Na komm. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist es schon ganz cool, wenn einfach mehr Games. Ich meine, wobei, muss man dazu sagen, Hack'n'Slash oder Hack'n'Slash-Spieler, die fallen im Prinzip ins selbe Raster, kann man eigentlich sagen, oder? Weil, ich meine, das Einzige, was an Hack'n'Slash Spaß macht, ist halt wirklich. Irgendwie zu snowballen. Also ein Damage zu snowballen und einfach durch alles durchrasieren. Das ist, glaube ich, so das Lustigste und Spaßigste überhaupt an Hack'n'Slay. Und ja. Das ist vielleicht das Ding. Ja, ich müsste unbedingt leveln. Ich bin so weit hinterher. Ich bräuchte der Ancient Castle, extrem wichtig, also extrem dringend. Ja, und Black Castle eigentlich auch. Ist echt blöd. Ich glaube, es ist auch eine PvP aktiv, oder? Ich denke schon. Ja, 5% PvP Damage. Und eben auch dieses Ding mit Droprat und so. Ich bin einfach zu sehr behind. Das ist das große Problem. Na, ich habe mir eigentlich so vorgestellt, dass die Season jetzt richtig gut läuft bei mir. Wobei vielleicht. Ich meine, gerade so die Sachen, die ich mit Freunden momentan spiele, die fallen gerade eher weg. Das heißt, vielleicht haben wir sogar noch Glück. Vielleicht habe ich noch Glück. Und kann richtig reinzuchten. Ich glaube, es wäre noch möglich. Ich glaube schon, dass es noch möglich wäre.
Genau. Naja, mal schauen. Also vielleicht, vielleicht haben wir noch Glück generell und droppen jetzt auch mal was. Ich meine, stell mir vor, wir hätten es einfach mal, wie soll ich sagen? Wenn wir jetzt die, wenn wir dieses die One droppen würden, natürlich, ich meine, wir würden die wahrscheinlich schneller leveln. Wir hätten vielleicht die Chance, dass wir halt dann irgendwie was One hätten. Aber ich glaube trotzdem nicht, das reicht, glaube ich, trotzdem nicht. Da fehlt auch noch zu viel Damage. Bis wir halt mit AOEs One hätten. Das glaube ich, das, ja, das werden wir nicht schaffen. Wir machen aktuell, glaube ich, so eine Million Damage ungefähr. Wir bräuchten effektiv jetzt das Doppelte. So, okay. Perfekt. Und dann schnell zum Endboss. ...132 KHP. Okay, aber ich glaube halt... Ja, Power-Ups und Buffs sind, glaube ich, so das, was am meisten ausmacht. Ja. Genau. Naja. 30k Attack ist auch ziemlich geil. Wir haben jetzt eh noch zu viel SCR gesettet, by the way. Was haben wir gesagt? 150 oder 200? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Boah. Holy shit. Die Menge an Mobs, die wir einfach killen, das ist krank. Ein paar Mobs für Droprate. Ganz wichtig. Okay, das war's. Ach, wieder ein Pierin, lol. Okay, 19 Pierin, nice. Naja, okay. Also ja, 3 Tries, 0 Drops. Das war bisher irgendwie relativ, ja, was ist denn jetzt gerade passiert? Ich habe gerade kurz nicht auf den Bildschirm geschaut. Fuck. Ich kann wieder rein, ja. Was hat mich denn gerade gekillt? Ich weiß nicht, ob dann trotzdem aus der Party fliegen nach x Minuten. Fuck, ey. Und ich habe halt wieder keinen Dungeon-Teleport-Dingens dabei. Ah, ist blöd. Soll man schnell. Kann man das Ding auch donaten? Ja, kann man donaten. Das ist der Gipfel der Verschwendung effektiv. Aber es ist wichtig. Okay, jetzt aber. 1,1 Millionen Damage, okay. Ich so viele von diesen Lovely Furniture Packs, das ist echt verrückt. Ich meine, natürlich, ich habe einiges an Nate-Punkten ausgegeben, das ja, kann man ja auch negativ anrechnen. Klar. Aber ja, wobei man dazu sagen muss, ich habe mit 10k begonnen, habe aber auch dann 1900 für die Gildenmöbel ausgegeben. Und generell, ich war nicht sparsam oder so, also. Ich glaube, einen Boden habe ich mir noch gekauft, obwohl es nicht nötig wäre. Dann kann man auch durch Red Shops kaufen. Oh fuck, ich muss wieder gildenmöbelisch aufstellen. Ich glaube, wir haben noch welche, aber ich muss wieder aufstellen. So, jetzt gehen wir schnell down. Ich hoffe wirklich jetzt, dass ich nicht rausgeportet werde. Das wird nämlich echt, das wird echt mies. Mann, macht doch mehr Schaden. Ich meine, wenn ich jetzt nichts droppe, okay, aber ich habe zumindest mal eine Chance gehabt, irgendwas zu droppen. Wenn das halt für die Katz war, dann fuck my life. Wenigstens die Chance zu haben, das ist wie im Lotto. So, du willst auch nicht, dass ein Lottostein geklaut wird, auch wenn du nichts gewinnen wirst, aber du willst ja zumindest die theoretische Chance haben. Man unterbricht mich doch nicht beim Casten. Ich glaube, ich muss diesen Dot an die Ende des Casting-Queue setzen.
Und jedes Mal, wenn ich so, wenn er mich unterbricht, dann caste ich aber diesen Dot, der halt weniger Schaden macht. Ich glaube, das war schlau. So, komm, stirb einfach schnell. Und drop was, ganz egal, irgendwas. Komm. Bitte port mich einfach nicht raus, das wäre so mies. So den letzten HP oder so gefühlt. Das wäre echt mies. Nice, er ist down und nichts gedroppt, nur Dragon Token. Schade, echt schade. Okay, dann fahren wir nochmal ganz kurz hier Holy Dragon. Keine drin, ne, kein drin. Pena World Buff, perfekt. Droppen nämlich gleich zwei Perien. Und wisst ihr was? Ich glaube, ja, können wir starten jetzt mal Full Enter. Mal schauen, was möglich ist. 1076 End. 34k Attack. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das ist halt echt okay. Naja, also so geht der Boss auf alle Fälle mal einiges schneller down als davor immer wieder. ich meine, mit STA und so gesettet ist natürlich ein bisschen safer und so und generell so, ja, whatever. Aber, naja. Ich meine, gut, wir haben 70k HP auf Pure End. Sind auch krass. Und effektiv nur, wenn wir halt wirklich so kranke Erweckungen eigentlich haben. Generell dieses Quick Awake System da, ich bin mir nicht sicher. Ist ein komisches System. Ich meine, ich finde es natürlich geil einerseits. Einerseits, ja. Aber andererseits muss ich sagen, macht das halt das Spiel halt auch so unbalanced. Naja, nicht unbalanced, also vom Zeitbalancing macht das halt irgendwie ein bisschen komisch. Weil das Ding ist so, Erwecken ist normalerweise in Fly hat echt ein. Eine lange Aufgabe, eine nervige und lange Aufgabe. Und jetzt kannst du halt 10 Stunden erwecken in einer halben Stunde machen. Oder sogar noch weniger. Und ich meine, jeder kriegt dann einfach noch schneller seine Erweckungen oder seine richtig guten Erweckungen, muss man auch dazu sagen. Denken wir drüber nach. Wir haben ja immer auch Spieler, die nicht gerne erwecken. Die einfach sagen so, ja, ich habe keine Lust drauf, ich mache halt ein bisschen Erweckungen drauf, also hier 10, 20 Sets, dann passt das. Und die würden halt nie auf 30, 40 oder 50 Sets gehen. Und, naja, ich meine, schon mal her. So kann es einfach jeder erreichen. Und halt auch in kürzester Zeit, also selbst, ich meine, auch die, die es halt eben machen, die erreichen es halt einfach noch kürzere Zeit. Das heißt, die tatsächliche Spielzeit, die geht halt immer weiter runter. Und man ist halt eigentlich dann effektiv nur mit Grinden beschäftigt. Und die Perien, die gehen halt irgendwie so zu Hunderten oder Tausenden quasi raus. Und finde ich halt irgendwie auch ein bisschen blöd irgendwie. So, einmal. Gut, okay. Ja, ich bin für heute, glaube ich, zufrieden. Müssen mal schauen, dass wir am nächsten Tag noch ein bisschen mehr machen. Was haben wir hier? Das ist kein Guild Wallpaper, wer auch immer es reingelegt hat. Das Ding noch. Oh, lol. Okay, cool. So und so. Warte, irgendwas fehlt, oder? Irgendwas fehlt. Das Ding fehlt, lol. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Cast haben. Oder auch nicht. Haben wir sonst noch irgendwas? Das Ding steht. Block Rate, okay. Den haben wir, glaube ich, alles. Also ja, es fehlen noch ein, zwei Sachen, aber
Das Wichtigste steht. Was haben wir hier noch? Blut halt Floor, genau, das ist wichtig. 3 Tage noch. Oh ne, es läuft alles ab. Super. Naja. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.